Thema ist Weightlifting und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Damit werde ich anfangen. Ich habe heute ein bisschen so hocklige Stuhl, deswegen versuche ich ein bisschen ruhig sein. Aber ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe wirklich mir wieder meine Notizen gemacht und das ist wirklich viel. Deswegen werde ich gleich anfangen. Herzlich willkommen bei meinem nächsten Livestreaming. Heutige Thema sind die drei häufigsten Fehler beim einen Weightlifting. Viele Leute, oder ich habe mich mindestens getroffen mit einigen, welche denken, das Weightlifting, das ist ganz easy. Man klebt ein Pads auf die Augenlider und dann klebt man die Wimpern nach oben, gibt man Lotion, es funktioniert, es ist super schön. Und dann kaufen sie irgendwo Set oder probieren die das einfach zu Hause machen oder auch im Studio und merken, dass es nicht so einfach ist. Man versucht oft, sich im YouTube ein bisschen clever machen, was ist auch super. Ich finde, YouTube ist perfekte Social Media, wo kann man wirklich viele neue Tipps, Tricks oder Hilfe bekommen. Und das ist wirklich super, aber eine gute Schulung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und deswegen werde ich euch heute die drei häufigsten Fehler zu sagen, damit ihr mindestens aus diesen Fehlern etwas lernt und das in Zukunft nicht mehr so macht. Es ist total egal, mit welcher Firma ihr arbeitet. Das Lashlifting oder Wimpernlifting oder Wimpernlaminierung hat immer dasselbe System, sage ich. Wir müssen die Wimpern reinigen. Darüber werde ich nicht viel reden, das weiß jeder. Dann festigt man die untere Wimpern, dann klebt man auf dem Augenlid mit geschlossenen Augen Augenpads. Und auf diese Augenpads klebt man Wimpern, dann kommen Lotions, dann kommt Färben, dann kommt vielleicht Botox, Keratinkur oder irgendwie Abschlusskur, je nachdem mit welcher Firma ihr arbeitet, kämmt ihr die Wimpern und Kundin ist fertig. Was ist aber ganz wichtig zu wissen, dass auch bei diesen quasi ganz einfachen Schritten kann ganz viel schieflaufen oder nicht so, wie ihr euch wünscht. Und damit fange ich mit dem ersten Fehler und das ist das falsch platzierte Silikonpad. Jede Firma hat verschiedene. Ich habe extra hier einige genommen, dass ihr einfach seht, dass wir haben verschiedene Formen von Silikonpads. Ich will hier jetzt nicht so sehr knittern. Wartet, ja. Jetzt geht das extra nicht auf. Okay, dann zeige ich das durch die Tüte. Das sind die einen. Ihr seht, die haben so die klassische oder so eine Form. Die Pads sind immer Silikonpads, nur dass ihr Bescheid weißt. Selten haben wir andere Formen, weil es lohnt sich nicht. Und dann sind das so quasi Wolkenform. Die sehen so aus, quasi mit so einer Wolke. Die sind so ein bisschen dünner. Man sieht das besser hier. Ja, die sehen so aus, die sind ein bisschen mehr gebogen. Egal, welche man nimmt, beide sind sehr flexibel. Das sieht man. Beide sind eigentlich ganz okay. Je nachdem wirklich, jeder arbeitet mit etwas anderes gern. Man muss sich selber vielleicht durchsuchen oder anprobieren, ausprobieren, mit was man gerne arbeitet. Wartet ihr, ich möchte die Pads jetzt rausnehmen, die anderen. Nicht, dass ich mich schlecht vorbereitet habe, aber habe nicht gedacht, dass es so schwierig wird. Jetzt habe ich das. Die sind so und sind auch ganz dünn, sind auch wirklich ganz flexibel. Vom Material werde ich sagen, die sind sich schon sehr ähnlich. Wichtig ist zu wissen, wie ihr die Pads richtig platziert bei den Wolken. Es ist ganz easy. Man gibt das so mit der Wolke nach oben. Bei dem anderen muss ihr wirklich gucken, wie, welche Seite ist die richtige. Das könnte ein bisschen kompliziert sein. Welche Seite ist die richtige? Das seht ihr wirklich vom Seite, damit ihr das richtig auf die Wimpern, auf dem Augenpad klebt. Was könnte passieren? Was könntet ihr falsch machen? Ihr könntet die Pads falsch platzieren. Das heißt, ihr klebt das zum Beispiel zu sehr nah zur Nase. Was passiert dann? Ihr kriegt nicht die innere Wimpern schön nach oben, weil die Pads einfach zu nah ist, kann sie die innere Wimpern ein bisschen drücken und dadurch kriegt man die nicht schön im Schwung. Könnte sein, dass ihr platziert Pads zu hoch oder zu tief in Wimpern, dann bekommt ihr auch keinen richtigen Schwung. Dann könntet ihr zum Beispiel so machen, dass ihr die Pads klebt,
ganz nah in den Wimpern und ihr versteckt einige Naturwimpern oder zum Beispiel oft, es passiert hier außen, dass man die irgendwie verklebt, versteckt und dann man liftet die nicht mit und dann zum Endeffekt oder im Endergebnis sieht man das sofort, dass da einige Naturwimpern gar nicht geliftet sind. Dann könnte passieren, dass man sie schlecht klebt. Das heißt, dass man zum Beispiel zu wenig Kleber benutzt und dadurch werden sie die Pads entfernen und euch aus dem Augenlid abstehen und das ist auch nicht gut für Lifting. Da kann ich nur sagen, ich habe immer gedacht, es ist eigentlich egal, was man benutzt, welche Silikonpads, die sind alle gleich und zum Beispiel die Vulcan, die sind bei jeder Firma gleich. Es ist wirklich nicht so. Ich habe es schon von mehreren Firmen ausprobiert und bei einigen Firmen, auch wenn ich selber Kleber benutze, in demselben Moment, auch wenn ich selber Reinigung jeder Schritt gleich mache, dann wirklich einige Silikonpads halten gar nicht mit der Haut gut. Deswegen es ist wirklich ganz wichtig, falls eure Silikonpad nicht hält, das heißt nicht, dass eure Wimpernkleber oder dieser Lash-Lifting-Kleber ist schlecht oder dass ihr euch schlecht vorbereitet habt, das könnte sein, dass der Silikon nicht genug gut dafür ist, dass er haftet mit dem Kleber gut auf gereinigte Augenlid. Da war ich auch selber ein bisschen überrascht, wenn ich das kapiert habe, dass es nicht an mir liegt, aber wirklich dem Material von dem Silikonpad, auch wenn der vom Anfassen war, fast identisch, ja, da habe ich das nicht sofort gemerkt, hat mir nicht gut gehalten. Dann zum Beispiel könnte sein, dass ihr die Wimpern oder das Silikonpad vorher irgendwie reinigt oder mit irgendwie Chemikalie Desinfektion. Oft die Leute versuchen das mehrmals benutzen und dann desinfizieren die das und die Desinfektion macht das Silikonpad kaputt und dadurch man kann damit später gar nicht arbeiten, ja. Deswegen guckt ihr das, was ihr macht, ob ihr gute Silikonpads habt oder nicht. Zweiter größter Fehler ist falsche Größe vom Silikonpads. Ihr habt euch das bestimmt schon, ihr habt das bestimmt irgendwo schon mitbekommen, das sind verschiedene Größen oder ihr habt das bei eurer Schulung gelernt. Mindestens hat jede Firma SML-Größen und die passt ihr auf die Wimpern an. Ja? Wir haben zum Beispiel in den Größen S, M, M1, M2 und L. Wir hatten früher auch XL, aber so lange und dicke Wimpern haben die Frauen hier in Europa nicht so sehr. Und deswegen sind wir nur bis L. Und da messen wir wirklich, welche Silikonpads ist ideal für welche Wimpern. Da musst ihr wirklich vom Anfang an, wenn ihr anfängt mit dieser Prozedur, mit dieser Behandlung, euch richtig anschauen, wie die Naturwimpern sind, wirklich schon bei der Reinigung. Ob die dick sind, dünn sind oder normal sind, ob die zu lang sind, weil oft zum Beispiel könnte passieren, dass bei Blondhaarigen, die haben immer die Spitzen so extrem hell. Achtet ihr drauf. Nein, dass ihr zu kleine Pads gibst und dann könnt ihr zum Überliftung kommen oder zu große Pads und dann kommt zum keine Wirkung. Deswegen es ist wirklich sehr, sehr wichtig, welche Größe vom Silikonpads ihr auswählt für eure Kundin, weil wenn zum Beispiel es ist kleine, zu kleine Pads, wie ich schon gesagt habe, kann zum Überliftung kommen, kann dazu führen, dass die Wimpern sich so drehen, wie so, sieht ein bisschen so wie Schweinschwanz, oder die Spitzen können abbrechen oder sich da irgendwie auch drehen. Deswegen wirklich die ganze Naturwimpern müssen schön auf dem Silikonpad zu legen. Ja, das ist ganz wichtig. Was habe ich schon auch oft gesehen, wenn das Silikonpad in falsche Größe gewählt war? Dass die Wimpern zum Beispiel so Knick gehabt haben, das ist auch nicht richtig. Oder beim Großen ist da Lifting. Man sieht ein bisschen von Seite, aber von vorne gar nicht. Zum Beispiel, ich persönlich arbeite auch lieber mit diesen Vulcan-Pads, weil die sind für mich besser zum Bearbeiten, besser zum Platzieren als die klassische, so, ich weiß nicht, wie soll ich die nennen, andere Pads. Ja, weil die sind für mich, was geht um Platzieren, nicht so gut, auch wenn zum Beispiel hatte ich Kundinnen, welche hatten lange Wimpern, ich habe die größeren Pads ausgewählt, dann ich habe persönlich so ein Gefühl, dass die machen so
Biegung nach vorne, ja. Ich persönlich mag gerne, wenn die Wimpern sich schön nach oben und nicht so gebeugt wie früher, falls ihr euch erinnert bei Wimpernwelle, ja. Da war das auch so eine Welle. Oder falls ihr auch Wimpernverlängerung macht, dann ist es so diese D-Biegung, ja, dass man hat das so nach innen. Und das ist nicht Stil, welcher mir persönlich gefällt. Jeder macht so, wie er will. Aber ich denke, oder natürlich, zu mir kommen auch Kunden, welche das auch nicht gefällt, und auch einige fremde Kundinnen, welche kommen zum anderen Studio und möchten diese quasi D-Effekt mehr auf die Länge, ja, weil jede Frau möchte lange, unglaublich lange Wimpern bis zum Himmel haben, und deswegen sucht ihr wirklich die passende Pads, damit ihr wirklich das richtig macht. Und deswegen diese ganze Vorbereitung ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich sage, bei jeder Behandlung, egal was ihr macht, die Vorbereitung ist das Allerwichtigste für euch, damit ihr könntet in Behandlung oder richtig gute Behandlung durchführen. Dritte, häufigste Fehler ist falsch platzierte Naturwimpern auf dem Silikonpads. Und das ist, ich möchte nicht böse sein, böse wirken, aber wenn ich wirklich sehe Fotos auf Facebook oder Instagram, ich weiß, jeder von uns ist stolz auf unsere Arbeit. Und ich weiß, heute finde ich das perfekt und im halben Jahr, Jahr, wenn wir weiterarbeiten und ich mache nächste 10, 20 Behandlungen, dann bin ich noch besser und noch besser und noch schneller. Ich weiß das und deswegen Anfang ist sehr schwer. Aber bitte achtet ihr drauf, wie ihr die Wimpern platziert. Weil das ist das, wo könntet ihr die Wimpern abbrechen. Die Wimpern wären so gruselig, die Wimpern wären gar nicht geliftet, die Wimpern wären abstehen, ja. Deswegen wären die überkreuzt, ja. Das ist wirklich ganz wichtig. Oder zum Beispiel, wenn ihr die auf die, ich weiß nicht, ob es ist euch schon irgendwann mal passiert, habe letztes Mal so ein Problem gehabt, musste ich das per Telefon lösen. Sie hat Kundin gehabt und die Kundin hatte hier so einen Knick und dann plötzlich Lifting und sie wusste nicht warum. Die Wimpern waren nicht richtig gezogen auf dieses Silikonpad und ist da auf dem Anfang quasi bei der Wurzel ist entstanden so kleine Luftblase und sie hat ihm diese Luftblase Lotion gegeben. Ja, unsere Lotions sind 1, 2, 3. Das erste öffnet dem Haar, zweite fixiert dem Haar, dritte ist kur. Und sie hat in dieser Luftblase das Haar geöffnet. Und dadurch, dass der Haar war nicht genug gespannt und war da locker, dann die haben sie da gedreht in jede Richtung. Ja, das ist genauso, wenn ihr gerade seid, dann bleibt ihr gerade und wenn ihr euch biegt, dann seid ihr so krummelig. Und die Wimpern waren restgeliftet und hier war alles vom Ansatz krummelig schief. Das hat furchtbar ausgesehen. Alles geht korrigieren. Bis ihr die Wimpern nicht abbricht oder verbrennt, dann ihr könntet immer wieder alles korrigieren, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, ich möchte euch nur sagen, richtig die Wimpern auf die Pads ziehen und richtig spannen, dass die wirklich so wie eine Gitarre haben wir diese, ja, wie heißt das, ich weiß nicht, diese Metal, wo die spielen. Wirklich, die müssen spannend sein, dass dann keine Bewegung kommt. Dann müssen die wirklich schön nebeneinander sortiert sein. Keine Überkreuzung. Egal ob unten, oben, in der Mitte, darf keine Überkreuzung sein, weil ihr lässt die Lotion wirken. Und wenn da ein Kreuz ist, dann das Lotion drückt, öffnet und fixiert die beiden Wimpern da. Und genau in diese gekreuzte Punkt können die Wimpern abbrechen. Vielleicht nicht sofort nach der Behandlung, aber nach 2, 3, 4 Tagen bei Kundin zu Hause, weil die sie da Wimperntusche benutzt oder etwas und der Punkt, wo es war gekreuzt, ist schwacher. Deswegen passt ihr auf das auf. Dann es ist schlechtes Separieren. Natürlich, das passiert auch oft, dass schlechtes Separieren und schlechte Richtung auswählen. Ja, ihr müsst wirklich gucken, wie die Wimpern vom Natur vorher, als ihr anfängt, das ist die wichtigste Vorbereitung, die Kundin anschauen, wie die Wimpern gehen. Ja, einige Kundinnen gehen Wimpern schön zur Nase, andere haben hier schon gerade. Deswegen, ihr müsst die richtige Richtung ziehen, dass die Wimpern in richtige Richtung geliftet sind. Oft passiert, was ich so sehe, dass die Frauen
Natürlich, wir sind Rechts- oder Linkshänder, wir arbeiten von verschiedenen Winkeln und ich oft auf den Fotos sehe, dass die linke Seite ist nicht so gleich wie die rechte Seite, dass da zum Beispiel ist die Richtung perfekt und auf andere Seite ist ein bisschen mehr gezogen in diese Richtung. Deswegen bitte achtet ihr, wie ihr zieht. Ja? Ich immer vergleiche mit beiden Seiten, dass die Wimpern wirklich vom Innennase bis zu außen gleiche Richtung haben. Das ist sehr wichtig. Und wenn die das haben, dann einfach Lotion geben, einwirken lassen und weiterarbeiten. Weil die Lotions auf die Wimpern geben, das ist schon das Einfachste. Ja? Gut, ich muss das richtig machen, aber es ist schon das Einfachste, auf die Wimpern die Lotion auftragen. Wichtig ist wirklich, wie ihr die Wimpern platziert, sortiert, Richtung, Festigkeit, Spannung, dass es das perfekt ist. Und dann immer achtet ihr auf die innere und äußere Winkel. Die, welche machen auch Wimpernverlängerung, wissen schon, das sind die schwierigsten Stellen für uns zum Bearbeiten. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig und am meisten bei Blondhaarigen, wo man die Wimpern manchmal ganz schwer sieht, dass die Wimpern irgendwie versteckt sind oder verdreht sind oder oft passiert, dass innere Seite, die Wimpern sind so flaumig, so dünn und fein, ja. Da musst ihr aufpassen, auch beim Lotion auftragen, dass es nicht zu viel ist, nicht zu wenig, damit ihr die Wimpern nicht verbrennt oder ihr lässt das nicht so lang wirken wie das Rest vom Wimpern. Und deswegen, da passt ihr ein bisschen auf. Außerdem, wenn ihr schon alles perfekt habt, es ist ganz wichtig, dass ihr achtet auf Lotion-Einwirkung. Bitte sehr vorsichtig, falls ihr arbeitet mit Speed-Lotions, weil ich zum Beispiel letzte Zeit arbeite sehr gerne oder nur mit Speed-Lotions. Und da es ist wirklich Einwirkzeit von 4 bis 8 Minuten, sage ich, bei dem Lotion 1 und 4 und 5 Minuten bei der Lotion 2. Und wie ihr hört, das sind ganz, ganz, ganz schnelle Lotion. Da darf ihr nicht um eine Minute länger lassen einwirken, weil das kann die Wimpern wirklich verbrennen. Es ist schnelle Behandlung. Ich bin mit Lash Lifting in 40, maximal 45 Minuten fertig. Deswegen wirklich arbeite ich zack, zack. Aber passt ihr auf diese Uhrzeit, wie lange? Ich mache mir immer Timer bei mir, dass ich das nicht verpleppe und nicht den Wimpern schade. Dann es ist wichtig, wie ihr die Schritte nachhinein macht. Das solltet ihr euch bei Schulung lernen oder falls ihr das nicht weißt, fragt ihr bei der Firma, mit welcher ihr zusammenarbeitet, wie es geht, welcher Schritt ist nach dem welchem. Ob darf man zum Beispiel mit Wasser reinigen oder nicht, weil einige Produkte dürftet ihr zum Beispiel für andere, wie ich benutze persönlich, wir haben so einen Lash Express Cleanser, heißt das, der dampft, das heißt, ich brauche keine Wasser und der entfernt mir super schön die Farbreste, wenn ich die Wimpern färbe. Immer färbt ihr Wimpern, auch bei den dunkelhaarigen oder auch bei den Frauen, welche haben dunkle Naturwimpern, färbe ich immer, weil die Farbe gibt immer so ein bisschen Glanz, ja, man sieht ein bisschen den Wow-Effekt. Dann Nachtpflege musst ihr wirklich, es ist chemische Behandlung. Ich sage das so, wie es ist chemische Behandlung für die Wimpern und das beschädigt die Wimpern, ja. Wir machen die kaputt, dann schließen wir die Färben. Deswegen es ist sehr wichtig, dass ihr die danach auch pflegt. Ich persönlich mache nicht nur Wimpernlifting, wie früher war. Man könnte sie aussuchen, ob Wimpernlifting oder Wimpernlaminierung. Ich mache das immer mit Laminierung, weil ich möchte, dass meine Kunden gesunde Wimpern haben. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Kundin, welche kommen nach 6 Wochen. Die meistens, oder eigentlich alle, kommen wenn dann nach 7, 8 Wochen erst zum Wiederholung, weil das hält wirklich perfekt. Die 6 Wochen halten die Wimpern perfekt. Natürlich, es ist abhängig vom Haarwachstum, das ist klar, aber so schnell wachsen keine Kundin von mir die Wimpern, dass sie muss schon nach einem Monat kommen. Falls es euch kürzer hält als 4 Wochen, sage ich, dann macht ihr irgendwo einen Fehler oder habt ihr etwas falsch gemacht vielleicht oder habt ihr eure Kundin nicht gut beraten, wie sie soll zu Hause die Wimpern pflegen.
Wenn ihr möchtet, ihr könnt gerne auch die Lotion 3 eure Kunden als Homepflege verkaufen, weil es ist schön, wenn die sie die Wimpern zusätzlich zu Hause pflegt. Oder vielleicht habt ihr spezielle spirale Wimperntusche, welche ist für die Wimpern geeignet. Auf jeden Fall keine wasserfeste Wimperntusche benutzen und keine Wimpernzangen. Das müsst ihr sofort eure Kundinnen sagen. Was oft noch passiert bei Kosmetikerinnen oder Lash-Stylistinnen, dass die nicht die richtige Struktur vom Naturwimpern einschätzen können. Das treffe ich auch oft bei Schulungen, wenn wir uns unterhalten, wenn ich die Studenten oder euch schule oder meine Kolleginnen schule, dann sprechen wir darüber und ich immer sage, was für Wimpernstruktur hat die Kundin bei dir, wie musst du mit dem umgehen? Weil unsere Wimpern, das ist quasi ein lebendes Stück von uns und wir können auf den Wimpern sehen, wie der Kundin geht, ob sie gesund ist oder nicht, ob sie genug Wasser trinkt oder nicht, ob die zum Beispiel nach der Krankheit ist und so weiter. Und das kann man wirklich alles an den Naturwimpern sehen und je nachdem müssen wir mit den Naturwimpern arbeiten. Ich sage das auch bei Wimpern-Extensions immer. Achte immer darauf, wie die Naturwimpern aussehen, weil so kannst du richtig behandeln und zusätzlich kannst du auch deine Kundin beraten, was sie kann vielleicht anders machen oder etwas verbessern bei sich zu Hause. Und damit, glaubt ihr mir, damit werdet ihr einen großen Pluspunkt bei den Kunden haben, weil die merken, wow, die sieht in meinen Wimpern, wie ich lebe, wie ist das möglich? Und das ist wirklich das, auf was ihr achten müsst, weil das ist euer Beruf und ihr möchtet alle professionell sein, professionell arbeiten und professionelle Job abliefern. Und so weiter und so weiter. Ja, das sind noch viele Sachen, aber aus diesem Grund sage ich immer wieder, es ist wirklich wichtig, euch immer weiterbilden, immer etwas Neues lernen, weil ich habe angefangen, ich denke, mein erste Lashlifting habe ich gemacht vor 4 oder 5 Jahren und da waren ganz andere Produkte, man hat ganz anders gearbeitet und was in 4, 5 Jahren, ja, aber das geht so in unserem Beauty-Business ruckzuck, dass es sich immer wieder etwas ändert und deswegen, wie sagt man das so, verschlaft ihr nicht der Zeit oder hört ihr nicht euch einfach weiterbilden, immer neue Informationen suchen und immer euch informieren, was gibt's, was ist neu. Und was ich euch sagen oder sage immer wieder, falls ihr Fragen habt, schreibt ihr mir. Egal ob hier auf Instagram, ihr könntet mir gerne folgen, ihr könntet die Beiträge auch speichern, dass es für Zukunft einfach für euch einfacher ist zu suchen und sich schauen. Schreibt ihr mir, wer ihr Problem habt, ich helfe wirklich gerne, versuche immer so schnell wie möglich antworten und fragt ihr. Weil wenn ihr nicht fragt, dann weißt ihr nicht Antwort auf eure Frage und dann ist es immer schwer für euch zu arbeiten. Und falls ihr Schulungen möchtet, natürlich könntet ihr immer gerne fragen. Ich mache für Wimpernlifting sogar Online-Schulungen oder schön hier auf Sylt Schulungen oder mittlerweile auch bei euch im Studio, weil ich ab Mitte Juni fahre los und ich mache Schulungen bei euch im Studio wegen Corona, weil jetzt sind die Bedingungen ein bisschen anders. Deswegen meldet ihr euch und ich werde mich freuen, etwas von euch zu hören. Falls es euch gefallen hat, dann nächsten Dienstag sehen wir uns wieder mit neuem Thema um 20 Uhr. Auf Wiedersehen!